Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Freitag hier bei Ihrem BLK-TV. Und wir starten unsere heutige Sendung wieder mit den aktuellen Meldungen aus unserem Burgenlandkreis. Aktuelle Verkehrsmeldungen aus dem Burgenlandkreis. Die Landesstraße L177, Ortslage Karsdorf, Brücke über die Unstrut, wird am 3. Mai ab 8 Uhr wegen einer Brückenprüfung voll gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt dann ab Wetzendorf über die L212, Nebra, B250, L213, Reinsdorf, L177 und zurück. Die Landesstraße L199, Ortsdurchfahrt Stößen, Bahnübergang Zeitzer Straße, wird in der Zeit vom 26. April bis voraussichtlich 12. Juni wegen Deckensanierungsarbeiten am Bahnübergang halbseitig gesperrt. Die Regelung des Verkehrs erfolgt hier mittels einer Ampel. Fachverbände treffen sich wieder. Seit mehreren Jahren arbeiten die Fachverbände des Maler- und Lackiererhandwerks Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammen. Beide Fachverbände haben derzeit zusammen über 220 Mitglieder. Nach der langen Corona-Pause findet nun in diesem Jahr am 3. und 4. Mai im Naumburger Hotel zur Henne ein gemeinsamer Verbandstag statt. Hierzu wurden auch Vertreter aus der Landes- und Kommunalpolitik sowie Vertreter verschiedener Krankenkassen und Versicherungen eingeladen. Der Weißenfelser Frühjahrsputz findet am 21. und 22. April statt. Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen, Privatinitiativen, Schulklassen und Kita-Gruppen waren eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen und sich mit ihrem Engagement für ein sauberes und attraktives Weißenfels aktiv einzubringen. 26 Gruppen mit insgesamt knapp 300 Personen haben sich dafür bei der Stadt Weißenfels angemeldet. Wieder einmal war unsere Küsten-Uli unterwegs. Sie hatte ja aufgerufen, dass sich Menschen mit interessanten Hobbys bei ihr melden können. Dieses Mal ist sie nach Obschütz gefahren und hat dort ein wirklich kuscheliges Hobby entdeckt. Heute für euch Thema Hobby. Wir fahren jetzt nach Obschütz. Mal schauen, wer uns da heute erwartet. Und ich habe den Regen von der Küste mitgebracht. Nächste Woche bin ich wieder weg, dann habt ihr wieder Sonne. Moin Moin ihr Lieben, ja wir sind wieder für euch unterwegs und hatten ja aufgerufen zum Thema Hobby und da hat sich ganz nett die Sieglinde Bayer gemeldet. Moin Moin Sieglinde. Moin Moin. Wir befinden uns heute hier in dem Ort Obschütz. Genau. Ich war hier auch noch nie, ein ganz süßer kleiner verträumter Ort. Es lebt sich hier sehr ruhig. Ja. Und da kommt man natürlich auch dazu, seinem Hobby nachzugehen. Und das Hobby, was die Sieglinde betreibt, das seht ihr hier im Hintergrund. Sie häkelt nämlich diese entzückenden Kuscheltiere. Liebe Sieglinde, ich spüre gerade, dass es ganz, ganz weiches Material ist. Also es ist auch, wenn ich jetzt ein Baby beschenke oder es ist also, wie gesagt, es ist nichts Chemisches dran. Nein. Es ist alles Naturprodukt. Genau. Es ist nicht gefährdend für die Kinder, wenn sie etwas größer sind, dann arbeitet sie auch mit so kleinen Details wie mit Wimpern. Mhm. Das kann man auch mal schön sehen. Ist auch ganz entzückend. Und es gibt nicht nur Tiere, sondern es gibt auch sowas wie zum Beispiel diesen entzückenden Blumentopf. Diese Blumen, die niemals verwelken. Sieglinde, wie bist du darauf gekommen, sowas zu machen? Ja, eigentlich war schon immer so Handarbeit mein Hobby. Aber ich habe das ganz einfach mal im Netz gesehen und habe gedacht, du musst das mal ausprobieren. Ja. Und dann hat mich das nicht wieder losgelassen. Also ich muss sagen, ich bin begeistert, ich bin wirklich begeistert. Ich wüsste jetzt auch überhaupt nicht, was suche ich mir hier als erstes aus? Ist es die Katze oder ist es vielleicht auch der klassische Teddybär? Ja, und das Schöne ist ja, man kann die Sachen auch bei dir bestellen. Genau. Du hast also eine Insta-Seite erstmal. Instagram-Seite. Die heißt, Sieglinde, deine Insta-Seite? Sie Abkürzung für meinen Namen, Sieglinde, ja. Und Bayer, also Sie bei heißt geschrieben S-I-E-B-E-Y. Genau, wir werden das natürlich einblenden
Und du hast aber auch ein Fach in der Kreativwerkstatt bei der Katja. Genau. Und du warst auch in dem Lottoladen, hattest du auch genau. mal ein Regal. In der Glücksmanufaktur. In der Glücksmann. Also ja. man kennt dich hier schon im Burgenlandkreis. Bisschen. Und man weiß schon, wie lange brauchst du dafür, um zum Beispiel diese Robbe, die hier ja schon bei mir im Kescher sitzt, genau. die passt ja perfekt, das St. Peter Ording. Wie lange brauchst du zum Beispiel dafür, um sowas zu fertigen? Nee, also hier so die kleineren Sachen. Ich mache immer auch so die kleinen Einzelteile. Ja. Ja. Alle Abenden dann den Körper, also ich sag jetzt mal so zwei Abende, also zwei, drei Stunden. Toll. Und ist es auch so, dass du nur auf diese Kuscheltiere spezialisiert bist? Oder Nein. ist jetzt mal, wenn jemand kommt und sagt, oh Sieglinde, ich habe so eine tolle gestrickte Weste, ist ja im Moment total in, diese Hippie-Mode. Mhm. Könntest du sowas auch machen? Oder ja. Also Stricken ist nicht unbedingt so mein Ding. Was Häkeln ist. Stricken kann ich zwar ja. auch, aber Häkeln so eher. Ja. Aber wie gesagt, es kommen auch... Ja, Topflappen. Es kommen auch, oder Katja ruft ja. mich auch oft an und sagt, hier ist jemand, der wünscht sich dies oder jenes, kannst du das machen? Also du arbeitest nach Wunsch, genau. eine Vorlage. Ich arbeite nach Wunsch. Genau. Ja. Liebe Sieglinde, danke, dass wir kommen durften und dass du dich gemeldet hast. Hobbys gibt es, glaube ich, nicht so viele im Burgenlandkreis oder sie verstecken sie alle vor uns. Was ist das? Denk daran, es ist bald Muttertag. Jede Mami freut sich auch immer mal über zwei Stunden Topflappen. No? Da freut sich jede Mami zu. Und es kommen natürlich jetzt auch Taufen und diese ganzen Feierlichkeiten, was unser nächstes Thema werden wird. Und da kann man natürlich auch bei dir vielleicht schon den ersten klassischen Teddy bestellen, der hier sitzt. Einschulung ist auch so ein Thema. Einschulung ist so ein Thema. Bestellen. Und ich glaube, da freut sich jede Schultüte, die bepackt wird, lässt sich doch auch sicherlich mit so einer schönen Sache machen. Auch zum Muttertag vielleicht ganz schön dieses Blumenbesteck. Also, denkt dran, die Seite blenden wir noch ein. Schön, dass wir kommen durften. Und wir wünschen dir noch viel, viel Spaß und hoffen, dass du das noch lange machen kannst. Mhm. Denn ich glaube, du hast schon ganz viele Menschen mit deinen schönen Sachen hier auch erfreuen können. Mhm. Ja, wie gesagt. Und die Robbe ist ja schon hier drin, ja? Die will natürlich mit zu dir, ja? Oh, das ist ja... Da freue ich mich ganz, ganz doll drüber, liebe Sieglinde. Vielen, vielen Dank. Und die wird auch bei mir in St. Peter-Ording an der Küste auch Gut. weiter Platz finden. Also, die müssen erst noch mal raus. Hauptsache, sie schwimmen nicht so weit raus. Ja, nee, die halte ich fest. Gut. Halt ich. Und schön weich ist es auch. Also, vielen, vielen lieben Na, Dank. Bitte. Und wie gesagt, vielleicht bestellt ihr was oder ihr lernt es einfach selbst. Cinema, Ihr Kino im Herzen von Zeitz. Mit neuen Angeboten und aktuellen Blockbustern. Großes Kino zum kleinen Preis. Ihr Brühl Cinema. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig, freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Fitness gibt ein gutes Gefühl, aber es fehlt die richtige Motivation? Wir haben sie. Sie erhalten einen Zuschuss von 100 Euro für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Damit fällt es leicht, regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Abrechnen können Sie diese Mehrleistung ganz einfach über Ihr gesundes Konto. Dort finden Sie auch viele weitere Zuschüsse der AOK Sachsen-Anhalt. Die Kleingärtner sitzen schon in den Startlöchern und es kribbelt ihnen schon in den Fingern. Aber wettermäßig gesehen muss man sich doch noch etwas zurückhalten. Aber wie unser Gartenexperte Wilfried Ammer uns zu verstehen gab, hat ein Kleingärtner immer was zu tun. Denn eine gute Vorbereitung verspricht dann auch guten Ertrag und viel Erfolg.
Ja, Wilfried, es ist diesmal ziemlich spät, dass wir anfangen mit unserer Gartenecke, aber es ist Petrus geschuldet. Wir haben uns zwar gerade unterhalten, dass das Wetter eigentlich vollkommen normal ist jetzt auch für April, aber wir finden es heute schon kalt und ja. Aber wir wollen beginnen. Dem Kleingärtner werden wahrscheinlich schon die Hände kribbeln, bis er loslegen kann. Und du hast mir gesagt, man kann schon ein bisschen was anfangen oder vorbereiten. Also erstmal an euch beide ein herzliches Willkommen wieder bei mir im Kleingarten. Das Gartenjahr für dieses Jahr beginnt sehr interessant. Mit kühlem Wetter, mit viel Regen können wir gebrauchen. Aber nichtsdestotrotz, die Natur ist so, dass sie alles wieder einholt. Dann haben wir eben Mitte Mai bis zum Ende Juni haben wir eine Explosion an Wachstum von allen Pflanzen, von allen Bäumen. Der Beginn ist ja jetzt schon da. Mhm. Aber der Kleingärtner ist so, dass er immer was zu tun hat. Und wenn er vorbereitend tätig ist, ich selbst habe schon etwas ausgesät, nämlich die sogenannten Kaltsamer. Ja. Hier habe ich Zuckererbse Ambrosia. Die sind also in der Erde. Zuckererbse kann man jetzt schon ins Freiland. Ja. Also ja. Muss ich nicht in den Topf nein, und dann. Nein, Erbsen, Möhren, okay. Zwiebeln. Ja. Und Radieschen. Petersilie noch. Ja, gut. Das sind die sogenannten Kaltsamer, die darf man jetzt durchaus schon aussehen. Und es dauert ein kleinen Weg, aber dann kommt das alles. Also es dauert ein bisschen länger, bis man dann so das erste sieht. In diesem Frühjahr, ja. Ja. Die letzten okay. Jahre ging es schneller, weil wir da warme Tage gehabt haben. Da war die Sonne mehr zu sehen. Und die Wechselbildung zwischen Tag und Nacht, warm und kalt, war trotzdem vorhanden. Aber der Boden ist wärmer gewesen. Okay. In diesem Jahr ist der Boden noch zu kalt. Zuckererbsen. Deshalb dauert das ein kleines bisschen länger. Aber das macht nichts. Zuckererbsen kann ich aber auch in den Kübel machen, wenn ich jetzt nicht so viel Gartenfläche habe oder sage ich mal hinterm Haus oder so. Bringt das was, Zuckererbsen? Du kannst alles in den Kübel setzen. Du kannst Zuckererbsen, Markerbsen, du kannst sogar Möhren, Radieschen in den Kübel setzen. Mhm. Du kannst Möhren, Radieseln, die kleinen sind ja teilweise auch Kurzwurzler hier. Du siehst das ja an dem Bild, dass die so lang sind, die ja. Wurzelfäden, okay. In einen Blumenkasten rein und ein bisschen Dünger dazu. Okay. Und dann ist das schon ordentlich. Wenn du es auf dem Balkon nimmst oder irgendwo eine kleine Haube drüber, es gibt ja diese Mini-Gewächshäuser. Ja? Ja? Ja. Eine Haube drüber, aussehen, fertig ist. Da bildet okay. sich drin, hältst feucht am Anfang und da bildet sich drin wie so eine Art eigenständiges Mikroklima. Du siehst das, wenn die Haube drauf ist, da perlt das Wasser drin ab. Genau, das schwitzt dann ja dann ein bisschen. Das Schwitzwasser, ja. Ja. Das machen wir ja auch, wenn wir Tomaten aussehen oder Gurken. Mhm. Das ist das gleiche System. Und dann nimmst du den Deckel weg und wenn schönes Wetter ist und lässt es, wenn die ersten grünen Spitzen da sind. Was kann ich denn jetzt als Kleingärtner, als unerfahrener Kleingärtner, jetzt überhaupt? Das haben wir jetzt geklärt, das kann jetzt raus, Kaltsamer. Was kann ich sonst schon machen, um keinen Schaden jetzt? Denn wir wollen ja sagen, es kommen ja noch die Eisheiligen. Das haben wir ja, ja. Das dauert ja jetzt noch auch nicht mehr lange. Was kann ich jetzt im Garten jetzt schon machen, um keinen Schaden anzurichten? Jede Menge. Rasenmähen. Aber Vorsicht. Mhm. Rasenmähen bei den großen Rasenflächen wie bei mir hier, selektiv. Weil erstens Rasenmähen nicht gleich kurz rasen, sondern den Rasenmäher hochstellen, dass oben erstmal nur die Spitzen weg sind. Der Rasen ist so vom Winter her, dass sich die Wurzel wieder kräftigen muss. Dass der Rasen im Sommer, wenn es trocken ist, auch schön grün bleibt. Ja. Dass der kräftig ist. Zweitens ist es beim Rasen so, du siehst das hier auch, das sind überall Gänseblümchen.
Ja. Mhm. Und was sind die Gänseblümchen? Das ist die erste Bienennahrung für die Wildbienen, die kleine Wohnungen in Erdlöchern haben und im Rasen drinnen stecken. Mhm. Ja? Wenn wir das wegmachen, gerade dieses Jahr brauchen wir die Wildbienen als allererstes, weil die Baumblüte ist teilweise als Vorblüte im vollen Gange. Ist nicht so weit wie in den vergangenen Jahren, aber entsprechender Kühle. Ja, das ist richtig. Auch deshalb brauchen wir unbedingt Wildbienen, Erdwespen, Erdhummeln, die dann als Bestäuber in die Bäume gehen, dass wir eine Ernte haben. Denn die Kühle ist für die Blüten im Blätterwald, der sich bilden will, nicht so gut. Okay. Aber wir haben eins dadurch, wir haben keine Nachtfröste mehr. Und das Nachtfröste beinhaltet ja die Gefahr, in der abblühenden Baumblüte, wo sich so die kleinen Pippusse gebildet haben, wo dann die Frucht dran wächst und sich bildet. Mhm. Da ist eine Nachtfrost ganz gefährlich, wenn wir in der Phase sind. Okay. Deshalb gibt es ja in den großen Plantagenanlagen, ob nun bei uns oder in Österreich oder in Südtirol, gibt es ja Beregnungsanlagen, die sprühen ja Wasser richtig drauf gegen die Nachtfröste in die Blüte rein. Ja. Dass da Wasseraufschlag drauf kommt, dass die Blüte nicht kaputt geht. Mhm. So. Und deshalb sage ich immer so mit dem Rasenmähen vorsichtig. Da mal eine Ecke, da mal eine Ecke und nicht gleich alles und so viel runter wie ein englischer Wembley-Rasen. Ja, gut, okay. Wenn ich jetzt Rosenliebhaber bin, kann ich jetzt anfangen oder muss ich jetzt anfangen zu schneiden? Rosen, es gibt so eine Faustregel, wenn die Forsythie blüht, voll blüht, beginne ich mit dem Rosenschneiden. Und die Forsythie-Blüte ist durch. Ja. Ich habe meine Rosen geschnitten, sehr unterschiedlich, weil ich ein paar alte Rosenstöcke habe, die ich anders schneide als neue Rosen, junge Rosen. Man sagt immer so schön, da ist ein Stängel und da hast du kleine Blütenansätze oder Blattansätze. Mhm. So, und diese kleinen Triebe, da sollst du oberhalb des dritten Blütenansatzes darfst du erst schneiden, dass du die junge Rose von unten her kräftigst. Wenn dann nochmal ein Frost kommt, das geht es dann oben den ersten weg eventuell und die zwei unteren. Die, also da passiert, wenn jetzt wirklich nochmal Nachtfröste kommen, Könnte es sein, dass da mal ein bisschen was geschädigt wird. Aber großen Schaden richtet es jetzt praktisch bei einer Rose nicht mehr an. Nein. So, Wilfried, wir sind jetzt vor Ort und du zeigst uns jetzt mal, wie man Rosen richtig schneiden sollte. Wir versuchen es mal. Ja, okay. Schauen wir mal. Das ist nun eine Rose, die ist relativ neu. Da ist auch noch keine großartige Verholzung dran. Ja. Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ja. Da halte ich mich wirklich an das Regelwerk und sage, die dritte Knospe von unten, die lassen wir stehen. Ja. Ja? Ja. So. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder so, ich möchte, dass die Rose nach außen wächst, nicht nach innen. Okay. Also gucke ich da mal ein bisschen nach. Hier haben wir erst einmal ein Holzteil, das schneiden wir weg. Das wollen wir nicht, da wird doch nicht mehr draus. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3. Ja. Und der geht nach außen, der gefällt uns. Ja. Und das schneiden wir schräg weg. Das geht weg. So, das ist relativ einfach. Hier haben wir wieder ein Stückchen verholzt. Das Teil, das geht weg. So, hier haben wir verholztes Teil, das geht auch weg. So, dann siehst du hier oben ist es trocken und hier unten siehst du richtig, da kommt der Saft rein. Ja. Ja? Ja. Und dann nehmen wir das einfach hier mal. Hier ist ein ganz kleiner Ansatz für ein... Okay. So, so können wir es machen. So, jetzt haben wir hier noch einen letzten. 1, 2, 3.
gefällt mir nicht so richtig, das wird dann ziemlich hoch, aber wir schneiden es einfach mal so, das dritte, oberhalb des dritten schneiden wir es weg. Fertig. So. Okay. Und so haben wir diese kleine Rose dahin gebracht, dass er erst einmal so einen Schnitt gekriegt hat, dass die vernünftig kräftig austreiben kann. Da gehört dann noch ein bisschen Dünger dazu, ja. Und vor allen Dingen, die Rosen werden ja wie viele andere Pflanzen auch nach unten geschnitten, dass ja. die aus der Wurzel richtig kräftig raustreiben können, dass die so eine Art sich selber einen Impuls setzen. Gut, dann haben wir das mal gezeigt, erklärt. Jetzt hoffen wir, dass kein Frost mehr kommt. Ja. Die diabetologische Schwerpunktpraxis von Dr. Carsten Milek lädt am Samstag ganz herzlich zum Hohenmölzner Diabetestag in das Bürgerhaus ein. Näheres dazu und natürlich weitere Veranstaltungen, die haben wir jetzt wieder in unseren Veranstaltungstipps für Sie. Ursprünglich hat man in Bad Kösen die Solequellen genutzt, um Salz zu gewinnen. Später fand man heraus, dass die Sole auch heilende Wirkung mit sich bringt. Man baute eine Trinkhalle, aus der heilende Trinksole floss, und ein Kurmittelhaus für Gesellschaftsinhalation. Um später an den Traditionen anzuknüpfen, wurde ein Thermalbad errichtet. Erleben Sie ein Ensemble alter und neu errichteter Kurhäuser im Kurpark Bad Kösen. Am Samstag lädt das Kloster Memleben Besucher ein, an einer besonderen öffentlichen Führung teilzunehmen. Im Themenjahr Archäologie am Sterbeort Ottos des Großen nehmen die Spezialisten vor Ort Sie mit auf eine spannende Spurensuche. Eine Grabungsbegehung und detaillierte Informationen über den aktuellen Forschungsstand sowie die Fundsituation in Memleben geben tiefe Einblicke in die Arbeitsweise der Wissenschaftler vor Ort. Die diabetologische Schwerpunktpraxis von Dr. Carsten Milek lädt ganz herzlich zum Hohenmölzner Diabetestag in das Bürgerhaus ein. In der Zeit von 9 bis 12 werden wieder viele Firmen, die in irgendeiner Form mit Diabetes zu tun haben, hier vertreten sein, um Sie umfassend über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. Der 9. Welterbe-Wandertag steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Zisterzienser und der Klosterlandschaft Pforte. 8 geführte Wander- und Radwandertouren, darunter eine Familientour, lassen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die hochmittelalterlich geprägte Kulturlandschaft eintauchen. Gemeinsam mit der Stiftung Schulpforta wird an diesem Wochenende auch der Fernwanderweg Weg der Zisterzienser eröffnet. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über www.welterbeansaaleundunstrut.de. Das mittlerweile 19. Oldtimer-Treffen findet wieder in der Stephansstraße 100, ehemaliges Brauereigelände, Parkplatz, Lagergelände in Zeitz statt. Zu dieser Veranstaltung werden wieder zahlreiche Oldtimer aus nah und fern erwartet. Der bekannte Ablauf des Treffens soll auch 2023 wieder beibehalten werden. Für musikalische Untermalung und das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Förderverein Rührmann-Orgel St. Michael Zeitz e.V. hat die Konzertreihe Gaudeamus ins Leben gerufen. Mit der Konzertreihe möchten sie die Bedeutung dieser einmaligen Orgel hervorheben und Spenden für die Sanierung der Orgel einwerben. Ein Märchen zum Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. Im Mittelpunkt dieser Mitmachlesung steht eine unglücklich kleine Hexe. Sie hat die Zeit verschlafen und kommt in der Gegenwart in Weißenfels an. Können die Kinder noch sehen, hören, riechen und schmecken? Mit kleinen Geschichten führt sie die Leser zum Baum der Sinne. Dazu liegen herrliche Kostüme bereit, die die Zuhörer nutzen können, um zur Sonne, Wind, Wasser, Regen oder Mond zu werden. Kartenbestellung oder weitere Terminwünsche erhalten Sie unter 016298 67430. Die Stadt Weißenfels beteiligt sich zum 8. Mal am bundesweiten Tag der Städtebauförderung. Mehr dazu sowie weitere Meldungen nun im zweiten Teil unserer Kurznachrichten aus unserem Burgenlandkreis.
Aktionstag in der Stadt. Weißenfels beteiligt sich zum 8. Mal am bundesweiten Tag der Städtebauförderung. Aufbruch in Weißenfels heißt es am 13. Mai ab 10 Uhr in der Saalestadt. Themen werden unter anderem das Gloria, die Bahnbus-Schnittstelle am Güterbahnhof, das Rathaus und die künftige Stadtbibliothek in der Jüdenstraße sein. Interessierte sind am Tag der Städtebauförderung eingeladen und die Teilnahme ist kostenfrei. Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger ist um 10 Uhr das Gloria in der Merseburger Straße 3. Dort begrüßt dann Oberbürgermeister Martin Papke die Gäste. Ab 10.15 Uhr öffnen sich die Türen des sonst verschlossenen ehemaligen Lichtspieltheaters. Es finden kurze, in Kleingruppen geführte Rundgänge im Gebäude statt. Dabei werden die Historie des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sowie dessen architektonische Eigenschaften und der aktuelle Bauzustand erläutert. Im Anschluss an die Besichtigung treffen sich alle Interessierten gegen 11 Uhr vor dem Gloria. Von hier aus startet ein Stadtrundgang in Richtung der Altstadt zu ausgewählten, vollendeten, aktuellen und zukünftigen Maßnahmen und Förderprojekten der Stadt Weißenfels. Hohe Auszeichnung für Zeitzeugin. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff, CDU, hat in der Staatskanzlei Anastasia Gulley mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Anastasia Gulley wurde 1925 in der Ukraine geboren. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie zum Arbeitseinsatz gezwungen, sie floh und wurde nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Im Januar 1945 schickte man sie auf einen der Todesmärsche. Im KZ Bergen-Belsen wurde sie von britischen Truppen befreit. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte sie in ihre Heimat zurück und lebte mit ihrem Mann in Kiew. 2022 floh sie vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nach Deutschland. Seitdem lebt sie in Bad Kösen. Seit der Erlangung der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 hat Anastasia Gulley in der Ukraine und in vielen Ländern Europas Zeitzeugengespräche geführt. Nach Sachsen-Anhalt kam sie erstmals 2012. Seitdem hat sie Sachsen-Anhalt jährlich besucht und vor allem vor Schulklassen gesprochen. 2014 wurde Anastasia Gulley Patin der Ganztagsschule Adolf Holst Mücheln. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. 2020 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Stadtbedienstete elektrisch unterwegs. Die Stadt Weißenfels stellt die Dienstwagenflotte schrittweise auf E-Mobilität um. Seit 1. April ist mit einem Modell ID.3 von Volkswagen nunmehr das dritte vollelektrische Auto im Einsatz. Daneben nutzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung bereits seit dem Jahr 2020 einen VW E-Up als Dienstwagen. Der Oberbürgermeister ist seit Mitte vergangenen Jahres mit einem elektrischen VW ID.4 unterwegs. Die restlichen drei Dienstwagen fahren noch mit Verbrennungsmotoren. Sie sollen nach Ablauf der Leasingverträge ebenfalls gegen E-Autos ausgetauscht werden. Der nächste Termin hierfür wäre im Jahr 2024. Die Stadt Weißenfels versteht sich bei dem Umstieg auf Elektromobilität als Vorreiter, sagt der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste, Sven Hanscher. Mit dem VW E-Up könnten erfahrungsgemäß mit vollgeladenem Akku Strecken von 170 Kilometern zurückgelegt werden. Perfekt für innerstädtische Dienstfahrten. Mit dem neuen ID.3 ist sogar eine Reichweite von 380 Kilometern möglich, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesem Auto auch regional unterwegs sein können. Geladen werden die Dienstwagen an zwei abschließbaren Ladesäulen im Hof des Weißenfelser Rathauses. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Jetzt. Jetzt. Bei Radio Saalewelle.
Special Olympics ist nicht nur Sport, sondern auch Gesundheit, Bewegung. Und das nicht nur in der Halle, sondern auch im Alltag. Special Olympics ist für besondere Menschen, aber auch für normale Menschen. Wir sind Unified. Special Olympics macht einfach Spaß für die ganzen Sportler von ganz der Welt. Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung angelangt. Zum Schluss haben wir jetzt noch die Sportansetzungen für Sie. Also wer muss gegen wen antreten? Hier unser Sportblick. In der Fußball-Oberliga Süd geht es am Freitag für die Elf von Blau-Weiß Zorbau zum FC Eilenburg. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. In der Verbandsliga Süd erwarten die Kicker vom SSC Weißenfels am Samstag um 13 Uhr die Mannschaft vom SV Fortuna Magdeburg. In der Landesliga kommt es am Samstag zu folgenden Ansetzungen: SV Romonta Steden gegen SC Naumburg, SV Edelweiß Arnstadt gegen Rot-Weiß Weißenfels. Die Spiele beginnen um 14 Uhr. Und am Sonntag geht's für den ersten FC Zeitz zur SG Blau-Weiß Brachstedt. Hier rollt der Ball ab 15 Uhr. In der Landesklasse 7 empfängt am Samstag die zweite Mannschaft vom SSC Weißenfels die Elf von RSK Freiburg. Die Partie beginnt bereits um 11.15 Uhr. Weiterhin kommt es zu folgenden Ansetzungen: SV Spora gegen SG Einheit Halle, VfB Nessa gegen ESV Herrengosselstedt und für die Mannschaft vom BSC Laucha geht zur SG Sperrgau. Anpfiff ist jeweils um 15 Uhr. Und am Sonntag erwartet Blau-Weiß Bad Kösen die Kicker vom SV Braunschweig. Hier rollt der Ball ab 14 Uhr. Kommen wir zum Handball. In der Handball-Oberliga geht es am Sonntag für die Damen vom HC Burgenland zur SG Apolda. Anpfiff ist hier um 17 Uhr. Die Herren vom HC Burgenland stehen am Samstag in der Sporthalle Brittitz der Mannschaft vom Zwickauer HC gegenüber. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Und die zweite Mannschaft vom HC Burgenland kämpft am Sonntag auf heimischem Parkett gegen die Mannschaft von der SG Kühnau. Los geht's um 16 Uhr in der Sporthalle Brittitz. Für die Mannen vom WAV geht es am Samstag zur zweiten Mannschaft vom HV Rot-Weiß Staßfurt. Anpfiff ist hier um 15.30 Uhr. Basketball. Am Samstag steht für den Syntenics MBC ein Heimspiel gegen die Towers Hamburg an. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Weißenfelser Stadthalle. Und damit sind 30 Minuten vorüber. So schnell vergeht die Zeit. Jetzt heißt es für die meisten von uns erst einmal das Wochenende genießen. Wir sind am Dienstagabend wieder für Sie mit neuen Berichten und Nachrichten da. Bis dahin alles Gute für Sie. Tschüss.